Wir haben heute schon ganz viel geleistet. Ich finde, es war von unserer Kraft bis jetzt. Und jetzt kommt der krönende Schluss des Tages. Ja. Die Birgit hat sich ja schon vorgestellt, die hat schon gesagt, dass du Flugingenieur studiert hast, geworden bist, dass du Medizin studiert hast, dass du bei Dürrverein gelernt hast, mit Hermann Mayer zusammen lange Jahre warst. Vielleicht sollte ich noch auf das Buch Das Menschenspiel hinweisen, das passt auch in diesen Zusammenhang ganz gut. Wurde auch das, also der mal mit diesen Dingen beschäftigt, finde deine sehr schöne Lektüre. Und dann mache ich ja einfach jetzt hier Platz für dich. Ja, gut. Ja, danke. Ja, das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist ja etwas ganz Bekanntes. Aber vielleicht noch mal zu der anderen Diskussion. Wir sind erst einmal im Bewusstsein begrenzt. Und hätten wir diese Begrenzung nicht mehr, würden wir wahrscheinlich hier über diese Zusammenhänge in dieser Form nicht mehr diskutieren. Es ist Ausdruck der Begrenztheit, dass wir bestimmte ganzheitliche Phänomene nicht fassen können. Und mit dieser Begrenztheit mit uns in Abfindung, solange werden wir natürlich auch noch diskutieren. Dann denke ich, dass ich habe einen transzendenten Bezug der Astrologie, auch in den Beratungen. Denn was soll ich den Leuten raten, wenn sie da im Schlamassel drin stecken und kommen dann zu mir? Und dann muss das Ganze ja irgendeinen Sinn haben. Und dieser transzendente Bezug wäre eine Sinnvorgabe für mich, unter der ich dann die Beratung auch stellen kann. Also, eingebettet sein in das Ganze wäre eine Sinnvorgabe. Oder den Weg zu machen, den vielleicht der verlorene Sohn macht, ist eine Sinnvorgabe oder ist eine Rahmenerzählung, die wahrscheinlich für alle Menschen gleichermaßen passt. Denn dieser verlorene Sohn begegnet uns auf allen Ebenen, ob es die griechische Mythologie ist, ob es persische Religionen sind oder eben auch die christliche Religion. Es ist also keine Ausnahmeerscheinung. Es ist ein grundsätzlicher Weg, praktisch des Menschen durch diese Welt der Erfahrung. Und die Welt der Erfahrung bringt uns in irgendeiner Form, die wir noch nicht ganz klar fassen können, ein Stück weiter, wahrscheinlich im Bewusstsein weiter und überwindet langsam die Grenzen, die uns eben noch gefangen halten. Wir sehen schon aus diesem Zeichen Fische. Dort haben wir im Grunde schon das Symbol des verlorenen Sohnes mit drin. Das ist einmal der Abstieg aus einer Welt in eine andere Welt. Und ist das Symbol von hinten. Und dann der Aufstieg aus der Welt Ägypten wieder in die ursprüngliche Welt. Und der Querbalken steht für die Religio. Ich hatte es heute Morgen schon gesagt im Vortrag. Herr Gott, warum funktioniert das nicht? Muss ich da jetzt auch immer tatsächlich. Bin ich ja genauso gehandicapt wie du. Jetzt wenigstens von hier, ja, und da geht es. Hoppla. Nur rückwärts kann ich nicht so ein. Herrgott. Der hilft mir auch mit. So, also, es gibt das Gleichnis vom verlorenen Sohn, eben dem Lukas. Und das ist relativ leicht zu erzählen. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Der Jüngere ließ sich seine Güter auszahlen und ging in ferne Lande. Dort verpasste er sie und verdingte sich bei einem dortigen Bürger als Schweinehirt. Am Verhungern erinnerte er sich an sein Vaters Haus und kehrte reumütig zurück. Dort wurde er von seinem Vater freudig empfangen und neu gekleidet, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. So, das wäre so eine Rahmenerzählung. Eine sehr viel ausführlichere
ausführlichere Schilderung haben wir beim Lied von Prinzen und der Perle. Das steht in apokryphen Schriften, in den Thomas-Akten. Das ist ein relativ berühmtes Lied. Und das geht etwa so, es ist ganz stark gekürzt, es ist ein sehr ausführliches, eine sehr ausführliche Geschichte. Als ein sprachloses Kind ich war, schickten mich meine Eltern, nachdem ich mein Strahlenkleid und safranfarbenen Mantel abgelegt hatte, mit Schätzen versorgt fort. Sie schlossen eine Übereinkunft mit mir und schrieben sie mir auf mein Herz, auf das ich sie nie vergesse. Wenn du nach Ägypten hinabgehst und dort die Perle zurückbringst, die im Meer liegt, das von der schlingenden Schlange bewacht wird, darfst du dein Strahlenkleid samt deinem Mantel wieder anziehen und unser Reich ererben. Also hier ist auch ein Zweck genannt, warum wir da absteigen. So stieg ich hinab nach Babel in das Labyrinth und kam nach Ägypten. Also da ist wieder das Labyrinth auch, das ich heute Morgen schon genannt habe. Um nicht erkannt zu werden, kleidete ich mich wie die Ägypter. Sie aber mischten mir Zaubermittel in meine Speise und ich sank in einen bleiernen Schlaf, also bleiernes Bewusstsein. Ich vergaß meine Herkunft, meinen Auftrag und wurde ihres Königs Knecht. Dies bemerkten meine Eltern mit Sorge. Sie schickten mir einen Brief, wieder die bösen Söhne Babylons, die Abergeister des Labyrinths. Ich erinnerte mich wieder, verzauberte die Schlange und holte die Perle. Das Licht des Briefes führte mich aus dem Labyrinth. Die Eltern schickten mir meine Kleidung entgegen und ich legte das Strahlenkleid und den Mantel wieder an. Der Vater empfing mich voller Freude und ich war bei den Großen wieder mit ihm in seinem Haus. Das ist natürlich sehr viel, ist stark gekürzt jetzt, aber es schildert eine ähnliche Geschichte. Und dort kommen dann schon Begriffe wie Ägypten, wie Labyrinth vor und die verzauberte Schlange, beziehungsweise die Schlange, die über etwas herrscht, etwas bewacht, die Perle. Und die Perle, die assoziiere ich natürlich mit, naja, es hat bestimmte Gründe mit Uranus und die Schlange assoziiere ich mit Saturn. Das heißt also, der Saturn bewacht etwas, so wie er uns im Paradies auch verführt hat, die Welt zu teilen und damit die Begrenzung unseres Bewusstseins hervorzurufen. So, und jetzt eine weitere Geschichte vom verlorenen Sohn. Wir haben natürlich das auch als Auszug der Israeliten aus Ägypten. Da ist ein Bild, da teilt sich dann das Meer und dann ziehen sie durch. Jetzt ist natürlich die Frage, wer sind die Israeliten? Oder zunächst mal haben wir da auch, die Israeliten sind aus dem Paradies vertrieben worden und sind dann nach Ägypten, wie könnte es anders sein, gelangt. Hoppla. Und dort waren sie dann, sind sie als Sklaven ausgenutzt worden, also ähnlich wie der verlorene Sohn dann als Schweinehirt eben gearbeitet hat. Und nach einer gewissen Zeit ziehen sie dann wieder aus und feiern dann diesen Auszug aus Ägypten im Passafest. Die Israeliten, das ist immer die Frage, wer ist das eigentlich? Die Israeliten, die durch das Meer ziehen können, wieder aus Ägypten weg. Und da gibt es natürlich nur komische Übersetzungen von Israel. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe da die hebräischen Buchstaben hingemalt. Und jeder hebräische Buchstabe hat ja eine innere Bedeutung. Ähnlich wie der Mars eine Symbolik hat, hat auch jeder Buchstabe eine Bedeutung. Und wenn man das zusammenfasst, wären das die Leute, die auferstanden sind aus dem Grab der Materie. Sie gehen den Weg der Bestimmung mit göttlicher Bewusstsein und bringen in göttlicher Schöpfungsaktivität das Licht in die Materie. Also das wären die Leute, die ihr Bewusstsein wieder entgrenzt hätten und die dann zurückgekehrt sind in
des Vaters Haus, wenn wir so wollen. Da begegnen wir wieder einen solchen Folger. Jetzt ist die Frage, was ist Ägypten? Ägypten steht als Symbol und steht für den Seinszustand des Ego, in dem der Geist einer Spaltung unterliegt, also das Urteil des Saturn, und verfinstert ist. Und so sind auch wir gefangen in der Illusion der Materie und der Trennung. Wir haben vergessen, wer wir in Wirklichkeit sind, in der Prinz und woher wir kommen. Wenn wir jetzt auf eine andere Religion umschalten, die es so schon lange vor Christus gegeben hat, also 14. Jahrhundert vor unserer Zeit, und einen Höhepunkt hatte so 2 Jahrhunderte vor unserer Zeit, bis hier nach Westeuropa hinein, bis nach Deutschland, dann war es die Mithras-Religion. Und hier sehen wir eine typische Abbildung von dem Mithras. Meistens sind es Skulpturen, die in entsprechenden Heiligtümern gestanden haben. Das waren meistens unterirdische Höhlen, Grundstätten. Und da ist im Wesentlichen das abgebildet, was wir hier sehen. Ein Stier, und darauf kniet jetzt der Mithras. Und hat ein Messer in der Hand, setzt das am Hals des Stieres an. Und dann sehen wir aber hier unten an dem Geschlechtsorgan haben wir den Skorpion. Und dann haben wir davor den Löwen liegen. Und wenn wir jetzt astrologisch da rangehen, was stellt eigentlich dieses ganze Ding dort dar? Dann können wir ganz klar sagen, okay, Moment. Das kommt später an sich in der Erläuterung. Da hätten wir Stier, da hätten wir Löwe. Was sind das für Zeichen vom Element her? Also von der Qualität her fixe Zeichen. Also was wird uns noch fehlen letztendlich? Da der Skorpion. Und dann würden wir rauskriegen, genau über dieses Kreuz, wer der Mithras überhaupt ist. Als Lichtgott gefeiert damals, das wäre dann das Wassermännische. Also Wassermann Uranus, das wäre das, was den wahren Menschen ausmacht. Und man könnte auch sagen, das ist der, der von zu Hause weggeht und dann auch wieder nach Hause kommen will. Dass der Gute weg will und wieder nach Hause will, sehen wir an seinem Kopfdrehung, normalerweise ist die Kopfdrehung sehr viel stärker, er schaut nach hinten, dort wo er herkommt. Das heißt, er will in diese Richtung, wo er herkommt. Und dann haben wir hier diese zwei Gestalten, die da meistens auf diesen Reliefs noch mit drin sind. Das eine ist der Kautopates und das ist der Kautes. Und auffällig ist, hier geht die Fackel nach unten, hier geht die Fackel nach oben. Und Kautopates, ich habe versucht herauszufinden, was heißt Kauto, Kauto, Kautes, Kautos. Also man kommt da zu der Erkenntnis, dass das eventuell griechisch sein könnte und Kai Autos heißt. Also derselbe. Das ist der Mithras, das ist der Mithras und das ist der Mithras. Das ist er im Abstieg, in der Involution, wo er hinabsteigt. Nach Ägypten, wenn wir so wollen. Und dort wird er gezeigt, wie er wieder aufsteigt. Die Nachsilbe Pates könnte man verbinden mit Patein, Leiden. Also der Abstieg ist mit Leid verbunden und das Leid führt uns durch eine gewisse Erfahrung hindurch, lässt uns also eine Entwicklung durchmachen. So sieht das dann aus, das ist im Badischen Landesmuseum Karlsruhe. Da haben wir auch wieder all das vertreten, einmal den Löwen, Stier, Skorpion und Wassermann. Und auch wieder die zwei Fackelträger.
Die Fackelträger werden normal, wenn man da in der Literatur nachliest, anders gedeutet. Ich denke, sie sind ein klarer Hinweis auf Abstieg und wieder Aufstieg. Und warum kommt jetzt das? Jetzt funktioniert gar nichts mehr. So, jetzt haben wir von Ägypten gehört und gleichzeitig der Prinz mit der Perle ist ja in ein Labyrinth hinabgestiegen. Am Ende war dann Ägypten, deswegen hatte ich heute Morgen in dem Vortrag ja niemals Ägypten. Ägypten ist die große Kultur, die während dem Stierzeitalter die große Rolle gespielt hat. Und wenn wir da hinabsteigen, und da ist wieder die Frage, wie baut sich überhaupt in unserem Leben ein Labyrinth auf? Normalerweise, wenn wir uns entscheiden wollen bei einer Gabelung in unserem Lebensweg, dann fragen wir eben Astrologen oder Astrologin oder wälzen so vor uns hin oder machen Berufsberatung. Letztendlich wissen wir aber niemals genau, ist das jetzt das Wahre für uns oder ist es nicht. Also niemals ist vielleicht falsch, aber meistens nicht. Gucken, vielleicht tut es ja jetzt das da. Nein, er will nicht weiter. Ja, also normalerweise geht jetzt der verlorene Sohn dort in die Involution, also in den Abstieg und trifft dann natürlich das Problem an, wie soll ich mich entscheiden, gehe ich rechts oder links? Und es ist Try and Error. Der ganze Erfahrungsweg hat was mit Versuch und Irrtum zu tun. Das kann man daraus schon mal entnehmen. Dann an all diesen Punkten, die dort eingezeichnet sind, haben wir die Entscheidung auf dem Lebensweg zu treffen. Immer wieder Versuch und Irrtum. Nein, er will das nicht. Gut. So. Also, jetzt kommen wir in das Zentrum des ganzen Geschehens. Und die ägyptische Kultur war ja eine sehr stark auf Stier bezogene Kultur. Und da gab es ja den sogenannten Apis-Stier und da sind viele auch beerdigt worden in den unterirdischen Gräbern. Also eine große Stierverehrung. Und das ist jetzt das Land des Vergessens, in dem der Prinz gelangt ist und er wusste gar nicht mehr, woher er kommt, weil er sich dort normiert hat. Also hat sich der Norm der Kleidung der Ägypter unterworfen, war also ein ganz normaler Mensch, er wollte ja nicht mehr auffallen, so wie wir auch. Ne? Möglichst nicht auffallen und das machen, was die Autoritäten sagen, ob es nur wissenschaftliche sind oder astrologische oder sonstige. Ja, und zum Schluss geht es halt darum, letztendlich wieder aus dem Ding rauszukommen. Und dazu haben wir die Religio in unseren Tierkreis eingebaut. Das ist das Zeichen Fische. Das ist, macht einmal die Sehnsucht natürlich, wieder nach Hause zu kommen. Man kann es aber auch so erklären, die Heimat des Menschen hat was mit dem Wasserzeichen zu tun. Und da gibt es eben drei Wasserzeichen. Das eine Wasserzeichen wäre die Heimat im Hier und Jetzt, das ist Krebs. Und dann gibt es die Heimaten der Vergangenheit, die sind gespeichert im Skorpion. Und dann gibt es die Urheimat, dafür steht dann Fische. Und Neptun möchte gerne, dass wir da wieder hinkommen. Es gibt viele Leute, die haben so eine Sehnsucht, heimzukommen.
dass sie diese Sehnsucht betreiben müssen. Weil sie glauben, hier auf der Erde Verantwortung zu haben, die haben sie dann auch, und diesen Widerspruch in sich halten sie nur aus, wenn sie dann zu einem Betäubungsmittel greifen, zum Beispiel Alkohol, und eine Sucht entwickeln. So, das Zentrum von dem Ganzen ist der Minotaurus. Und der Minotaurus ist eine Gestalt, die hat sich entwickelt oder ist geboren worden von der Frau des König Minos. Der Minos wollte ja König werden von Kreta. Da habe ich auch nicht gedrückt. Hast du so etwa die Zeit? Nein, ich habe sie genau. Ja. Im Griff. Also, der wollte König werden und dann hat er eben den Meeresgott gefragt, ob er ihm nicht einen weißen Stier schicken könnte, damit die Autorität des Minos anerkennen, ihn zum König machen. Das hat er auch getan, hat also einen weißen Stier geschickt unter der Auflage, der muss dann gleich wieder geopfert werden. Aber der Stier war so beeindruckend, dass der König Minos den behalten hat, dafür ein Labyrinth hat bauen lassen, eingesperrt. Und dann hatte er eine Frau, die hat sich in ihn verliebt. Und Verliebte, wie das manchmal so geht, lassen sich auch sexuell ein. Und so hat die sich dann von dem Stier begatten lassen. Letztendlich läuft dieses Gleichnis darauf hinaus, dass eben das Weibliche in dem König Minos, also seine Anima, auf materielle Sicherheit gesetzt hat. Sie war ganz geblendet von materieller Sicherheit, also vom Stierprinzip, und hat daraus einen Menschen kreiert, wo praktisch der Kopf, Steuerorgan des Menschen, der Stier ist. Das heißt also, da kommt ein Mensch raus, der vollkommen stiergesteuert ist, sozusagen sicherheitsgesteuert ist. Also da hätten wir das ja beschrieben. Jetzt müssen wir da... Ja. Der Nachteil dabei ist, wenn man ganz auf diese Sicherheit, materielle Sicherheit setzt, ist, dass man all das, was über den Menschen lebendig werden soll, also die Inspiration des Göttlichen, nicht verwirklicht wird, beziehungsweise das, was da gerade geboren wird, wieder geopfert werden muss an diesen Bezug zu der Sicherheit. Dass man also der Sicherheit all das opfert, der materiellen Sicherheit. Und in dieser Situation sind ja sehr viele Menschen von uns auch zur Zeit. Oft ist ja gar kein Berufswechsel möglich, weil jeder sagt dann gleich, wovon soll ich die Miete bezahlen? Es ist also keinerlei Vertrauen in die innere Kraft vorhanden. Ein Vertrauen, auf das Jesus ja hingewiesen hat in der Bergpredigt. Einmal sie sehen und sie ernten nicht und der Vater im Himmel sorgt trotzdem für sie, ernährt sie doch. Und dann nicht Salomo war in all seiner Herrlichkeit gekleidet wie die Lilien auf dem Felde. Also da ist ja das Versprechen drin, dass für uns absolut gesorgt ist und wir uns gar nicht mit diesem Stierthema in diesem Maße einlassen müssten, ganz abgesehen davon, dass das noch manche dann immer weiter treiben, bis hin in die Milliarden, genug kann nie genügen. Es gibt einen weiteren Hinweis, auch im Christlichen, der uns darauf hinweist, dass in dem Wassermännischen das wahre Menschliche zu suchen ist. Also in vielen Kirchen ist ja genau dieses fixe Kreuz abgebildet in Form von Gemälden an der Kanzel oder an der Decke. Das ist jetzt aus einer Kapelle ein Deckengemälde. Und da haben wir auch wieder dieses fixe Kreuz, Stier, Löwe, dann den Skorpion, das ist der Geier, und dann Matthäus Evangelium, das wäre der Mensch.
Also Wassermann ist dort wieder als das eigentlich Menschliche herausgearbeitet. Das ist aber nicht der einzige Hinweis. Wir haben es auch im Tarot. Im Tarot, und zwar mittendrin, da wo das Rad des Schicksals sich dreht. Dort haben wir genau an den vier Ecken dieses fixe Kreuz wieder. Und das, was diese Darstellung auszeichnet, ist, diese Kräfte sind am Studieren. Das heißt, sie sind unterwegs, sie machen Erfahrungen und irgendwann sind diese Erfahrungen vorbei. Wir können uns ja hier vorstellen, das ist das Rad des Schicksals, mal ist man oben, mal ist man unten und sammelt seine Erfahrung, das ist sozusagen ein Studium. Und dann kommen wir aus dem Studium raus. Und wenn das Tarot am Ende ist, ist übrigens auch nur eine Darstellung des hebräischen Alphabets. Dort haben wir dann die Welt, sie steht uns offen, die sind fertig mit ihrem Studium. Da haben wir wieder den Wassermann auf der Seite und Animus und Anima sind in ihrer vollen Kraft, deswegen haben sie da ihre Zauberstäbe oder Marschallstäbe in der Hand. Ja, jetzt gibt es den Abstieg des Logos in den Menschen hinein. Und da hatte ich heute Morgen schon gezeigt, dass man hier das Chaos dem Neptun zuordnen könnte und dann die nächste Stufe wäre dann das Kind aus dem Ganzen, das wäre der Uranus, dann kommt Kronos bzw. Saturn und dann kommt der Gedankenwirbel sozusagen, die Energie im Geiste des Menschen. Schütze, Jupiter. Der Gedankenwirbel oder der Wirbel an sich ist ja eine Grundform der Energie schlechthin. Wir haben auch die Photonen sind letztendlich Wirbel, also in den kleinsten Einheiten. Das ganze Weltall ist gebaut aus Wirbeln bis hin zu den großen Galaxien. Und das, was wir dann da oben an Gedankenwirbel haben, also in unserem Geist haben, das wird dann via Seele verwirklicht. Wir können uns dann nochmal den Zugang des Logos zu uns so vorstellen. Wir haben hier eine Wasserfläche in uns, die repräsentiert wird vom Fischer Neptun. Und dort taucht sozusagen der Schöpferimpuls hinein. Und es entsteht dadurch eine energetische Struktur. Und da sehen wir auch, wieso wir da Wassermann, das Zeichen von zwei Wellen oder zwei Schwingungen haben. Ja, das überspringen wir jetzt. Jetzt passiert etwas mit dem Menschen. Und das wäre jetzt der Sündenfall. Wir essen vom Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösen und damit stellt sich in unserem Bewusstsein automatisch der Reflex ein, alles was wir an Schöpfung sehen, zu beurteilen. Und diese Beurteilung führt dazu, dass wir die Einheit sprengen, spalten, führt zu einer Urteilung, wenn wir so wollen. Und die Einheit, die Ganzheit existiert nicht mehr. Urteilen führt dann in die Verdrängung, also in die Begrenzung des Bewusstseins, ins bleierne Bewusstsein und ins Vergessen. Also das genau, was dem Prinzen mit der Perle passiert ist in Ägypten. Und wenn wir jetzt daraus errettet werden wollen, müssen wir einen Individuationsprozess durchmachen, den unter anderem so weltliche Leute wie Carl Gustav Jung vorgeschlagen hat, dass man also bestimmte Sachen, die man verurteilt hat, nicht mehr in sich trägt, wieder integriert. Also hier hätten wir das Bild aus dem Selbst entsteht dann durch das Urteilen,
entsteht ein bewusster Teil und ein unbewusster Schatten. So, und dieser unbewusste Schatten, das ist dann schicksalsauslösende Energie. Entweder begegnet uns diese Energie oder sie findet an uns statt. So, hier hätten wir nochmal diese Schilderung der Kastration des Uranus durch Kronos. Und und dann die Entstehung der Aphrodite, also des Begegnungsprinzips. Also da hätten wir dann die Kraft, die die Dinge wieder vor uns hinstellt. Das macht die Aphrodite für uns. Deswegen sagen wir auch oft, im siebten Haus ist nicht nur Erotik und Tralala, sondern da haben wir auch den Feind drin. Und das wird oft dann wieder vergessen, wenn über die Venus gesprochen wird, dass da genauso gut auch der Feind drin ist. Der Feind, sozusagen der abgelehnte Teil von uns. Wir können das auch nachvollziehen in einem Bild, wo wir den Ablauf hier haben. Also der Logos zeugt praktisch, befruchtet uns, daraus wird geboren die Inspiration und die nimmt hier Form an. Hier hätten wir also jetzt die Inspiration und hier wird sie jetzt geteilt in zwei Teile. In einen unbewussten Impuls und einen bewussten Impuls. Der gute Impuls bleibt bewusst. Der geht dann via Seele, wird er dann über die Tat verwirklicht. Während der unbewusste Teil wird zu einem unbewussten geistigen Gedanken und der wird dann zum Seelenauftrag, aber unbewussten Seelenauftrag und das läuft dann über die Aphrodite hinaus in die Welt der Begegnung. Dieses Bild hatten wir auch heute Morgen. So, jetzt kommen wir zu einer großen Geschichte des verlorenen Sohns. Und diese Geschichte begegnet uns in der Weihnachtsfeier. Also die Evolution, der Sohn wird sozusagen in unsere Welt hineingeboren, wird da also groß angekündigt, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, also allen. Denn euch allen ist heute der Heiland geboren, welcher der Christus ist. Und das ist auch in euch das Zeichen, ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Also das wäre jetzt wieder der Beginn einer neuen Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ist also jetzt Jesus. So, Jesus, wie wir wissen, ist nicht der Sohn von Animus und Anima, also von Josef und Maria, sondern es ist das Kind von Maria, gezeugt vom Wort oder Wort auf Griechisch heißt, oder zumindest immer beschrieben als Logos. Logos ist die schöpferische Kraft. Das können wir auch dann nachvollziehen, allerdings ist das Evangelium nach Jakobus, ist auch wieder apokryphe Schrift. Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden vor dem Angesicht des Herrn, du wirst schwanger werden von seinem Wort, da ist es deutlich ausgedrückt. So, astrologisch könnten wir uns so vorstellen, über dem Wasser schwebt der Geist Gottes und er befruchtet jetzt dieses Wasser. Und dieses Wasser nennen wir dann Mare oder Maria. Und dann entsteigt diesem Wasser ein männliches Wesen. Das wäre also der Mann aus dem Wasser. Deswegen heißt dieses Zeichen danach Wassermann. Das hat also nichts mit Wasserträger in Ägypten zu tun, wie das manchmal so erklärt wird, sondern es ist das göttliche Kind.
Maria wird vom Wort schwanger und hat es dann geboren. Und hier hätten wir es. Und jetzt, dass es in der Krippe liegt, bedeutet, dass es zur Nahrung wird des Menschen. Weil es heißt da auch wieder im Evangelium nach Johannes, ich bin das Brot des Lebens. Ja. Das ist sozusagen, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Nun kommt die berühmte Geschichte, dass die drei Könige aus dem, oder die Magoi aus dem Morgenland, dieses Kind aufsuchen. Und astrologisch würde ich sagen, ist das die Magoi, das sind die Jupiter-Leute, die sich nicht mehr dem Saturn unterwerfen, sondern direkt zum Kind gehen und sich wieder diesem Kind unterwerfen, sozusagen den Logos beginnen, das Kind des Logos wieder beginnen zu denken. An sich wäre das, was man als logischen Verstand bezeichnen könnte. Ja, heute ist natürlich logischer Verstand anders gemeint. Ja, und was noch zu erkennen ist, das hat der Maler sehr schön gemalt, die ziehen allesamt den Hut vor diesem Kind. Und der Hut ist ja Symbolik für Autorität, für Saturn. Das heißt, sie unterwerfen sich ihrer Autorität, unterwerfen sie der Autorität des Kindes. Und dazwischen versucht einer zu funken, der dieses Kind immer umbringen will. Das ist der Herodes. Und den Herodes kann man als Saturn begreifen. Und der Saturn, hatte ich ja versucht zu zeigen, ist der Erzeuger unseres Egos. Also die Gestalt des Herodes repräsentiert das Ego in uns. Und der möchte gerne, das Ego in uns möchte natürlich alle Impulse, die da aus dem Geistigen kommen, töten. So, eine weitere Frage, die sich ergibt, viele hängen ja fest und suchen auch das Horoskop von Jesus, wann ist er geboren und kann man aus diesem Horoskop Dinge erkennen. Ich denke, das ist vergebene Liebesmühe, weil die Gestalt des Jesus gar nichts Spezifisches, was da auf den Zeitpunkt Null bezogen ist. Weil wir sehen da eine Gestalt, die genauso aussieht wie unsere Maria mit dem Jesuskind. Und die kennen wir aus dem alten Ägypten. Das wäre dann Isis und Horus. So, da haben wir wiederum einen Mystiker, den wir zitieren können. Der hat dann gesagt, und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch in aller Ewigkeit verloren. Das heißt also, bei diesem Jesus handelt es sich überhaupt nicht um eine jetzt unbedingt historische Stadt. Kann sein, dass da wie ein Eckhart Tolle ja heute lebt oder ein Meister Eckhart damals gelebt hat und damals auch ein sehr weit entwickelter Geist sich inkarniert hat. Aber letztendlich geht es hier bei diesem Jesus meiner Auffassung nach natürlich um den, der in uns steckt. Genauso wie der Himmel auch in uns zu suchen ist. Und da kann man wieder hingreifen zur griechischen Mythologie. Da hätten wir ja einmal die Isis wird ja auch bezeichnet als Himmelskönigin, so wie die Maria heutzutage als Himmelskönigin bezeichnet wird. Uranus heißt ja Himmel. Dann in dem Himmel hat ja eine Auseinandersetzung stattgefunden. Kronos hat ja diesen Uranus entmachtet und hat die Macht übernommen. Und jetzt letztendlich herrscht Zeus, hat wiederum den
Kronos entmachtet und beherrscht uns heute in seiner Wissenschaftlichkeit. Und dieser Olymp, das wäre sozusagen der Himmel im Menschen und damit ein Drittel des Tierkreises, zeigt uns dann die Potenz des menschlichen Geistes an. So, gehen wir nochmal zum König Herodes. Das ist sozusagen ein falscher König. Also, wenn wir so wollen, Sonne Saturn. Der trachtet dem Kind natürlich nach dem Leben. Das bedeutet nichts anderes, dass im Inneren dieser Impulsgeber, die Inspiration permanent von unserem inneren Herodes, sprich von unserem Ego, entmachtet wird. Und jetzt wurde dem Kind auch gesagt, ein Engel erscheint Josef im Traum, steh auf, nimm dein Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten. Also auch die landen wieder in Ägypten. Das ist der Abstieg hinab nach Ägypten und bleiben dort, bis ich dir sage, denn Herodes will die Kindlein umbringen. So, das überspringen wir mal. Und so sind auch wir mit unserer Verfasstheit, Bewusstseinsverfasstheit, halten uns im Lande Ägypten auf, im übertragenen Sinne. Also, wir sind dem Ego unterworfen. Und jetzt gibt es ein weiteres Fest in uns oder in unserer Kultur, das sozusagen dem Passafest nachempfunden ist. Das Passafest war ja damals der Auszug der Israeliten, also dieser entwickelten Leute aus Ägypten. Und das macht jetzt eben, kommt auch auf uns zu. Ja, also der Auszug aus Ägypten, das wäre wieder die Rückkehr von Jesus in das himmlische Jerusalem, also in unseren Himmel. Er käme natürlich heutzutage nicht weit, weil wir haben dort einen Wall davor gebaut, sodass er ausgesperrt bleibt. Sieht man das überhaupt? Also hier, das ist ja ein Teil Jerusalems drum gebaut. So, wir können natürlich diese Rückkehr nur machen, also Jesus kann in uns wieder rückkehren in unser Jerusalem und wieder an die Macht kommen, wenn wir eine schmerzhafte Bewusstwerdung hinter uns bringen. Und das geschieht in der Karwoche. Kar kommt irgendwie von Trauer, ja. Also wo wir erkennen, was für ein Wahnsinn wir betrieben haben. Das fängt an, Gründonnerstag, mit der Erinnerung an Jesus. Also der Feier des Abendmahls. Abendmahl feiern wäre also nicht unbedingt etwas, dass man das so mechanistisch zu sich nimmt und jeden Sonntag mal, ne, und das soll uns dann erlösen, sondern eine echte Erinnerung, Mensch, es gibt ja noch Uranus in uns. Und dann müssten wir uns erinnern an den Verrat, den wir an ihm begangen haben. Dann müssten wir uns, also richtig wie Psychotherapie, Psychoanalyse, also die ganzen Schmerzen der Vergangenheit, die wir verdrängt haben, wieder hochholen und durchleiden. Wir kommen dann zur Verleugnung durch den Petrus, dann die Hohn und Spott durch Herodes, er stand dann ja vor Herodes. Dann die Verurteilung und die Kreuzigung, dass wir ihn gekreuzigt haben. Dann die Grablegung und Tod des Jesus in uns. Und wenn wir das alles psychotherapeutisch aufgearbeitet haben, im übertragenen Sinne natürlich, dann kann der Jesus in uns wieder auferstehen. So, jetzt kommt da diese ganzen Darstellungen von diesen verschiedenen Abschnitten, da Verleugnung des Petrus und der Hahn kräht und dann die Verspottung von Jesus und dann die Kreuzigung. Das göttliche Kind wird ans Kreuz von Gut und Böse geschlagen. Wenn man bei Wikipedia nachliest, woraus besteht das Kreuz,
Dann steht da, das Kreuz besteht aus dem Holz des Baumes der Erkenntnis. Also des Baumes, da wo wir mit dem Urteil begonnen haben. Und das Ziel von Jesus war es, letztendlich durch die Kreuzigung zu zeigen, dass in uns allen, sozusagen als Projektion unserer unbewussten Seite in uns, dass eben Jesus in uns in diesem jämmerlichen Zustand der Kreuzigung verharrt und unter diesen Bedingungen stirbt. Deswegen in der Beratung können wir nicht sagen, ja, du hast zwar einen Uranus, aber was du damit anfangen sollst, außer dem hilflosen Auskunft, da müsstest du dich befreien. Ja, von was? Ja, vom Ego. Und es hat eine riesige Dimension, diese Befreiung. Also kriegen wir da oft nichts hin. So, dann kommt die große saturnale Steinplatte drüber und dann ist erstmal Ruhe. In diesem Zustand verharren wir dann, bis eben es zum Auszug aus Ägypten kommt. Und da haben wir wieder eine schöne Tarotdarstellung, die das auch klar macht. Hier hätten wir den Uranus mit der Posaune, der dann die göttliche Information wieder den Menschen mitteilt, sodass die ganzen Mumien wieder aus ihren Gräbern auferstehen können. Also der Mensch wird wieder lebendig. Vorher lebt er ja das Saturnale. Saturnale heißt konservieren. Konservieren bedeutet immer das Leben rausnehmen und dann kann man es lange aufbewahren. Also sterilisieren oder so. Also die Lebendigkeit wegtun. Dann, und ja, es gibt ja auch konservative Parteien. So, jetzt haben wir es aber gleich überstanden. Wir stehen wieder mal unter Zeitdruck. Die Rückkehr des Sohnes in seine Herrschaft in uns, in unser himmlisches Jerusalem, setzt eine schrittweise schmerzhafte Bewusstwerdung seines Leids und unserer scheinbaren Schuld in Ägypten voraus. Ohne diese Bewusstwerdung projizieren wir unsere Schuld auf die anderen und bleiben dann natürlich Ägypten verhaftet. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja. Schönen Dank für den Vortrag. Es ist dumm, dass man da nicht so locker da rumlaufen kann mit dem Schalter. Ja, das ist aber für morgen ein bisschen gucken, bis wir das ändern. Ja, morgen. Gut, das war seine eigene Infrastruktur. Ja, ja. Okay, aber jetzt geht's morgen. Wir haben noch die Gelegenheit, Hilfe für Fragen zu stellen. Die Analogie, ja. Ja. Noch eine Frage. Also, ich hatte den Eindruck, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Saturn ein bisschen schlecht weggekommen ist. Ziemlich schlecht. Ja. Also, er ist ja ein Hüter und eine Schwelle. Ein Hüter an der Schwelle, ich wäre anthroposophisch gedacht, aber auch schon in der Sündenfall ist es ja auch so, dass das wird ja auch selbst in der Theologie so interpretiert, dass Freiheit nicht möglich wäre, wenn es diese Trennung nicht gegeben hätte. Ja, also das ist im Grunde zumindest das Spiel mit schöpferischen Kräften wäre nicht möglich, wenn man es nicht getrennt hätte. Das ist ja der Trick, den wir natürlich negativ sehen, weil wir damit natürlich auch ein Stück ins Leid kommen. Ja, das ist durchaus notwendig gesagt. Das ja, genau. Das letzten Endes auch viele. Es hat einen hintergründigen Sinn. Ja. Ja. Okay. Wie war das dann im goldenen Zeitalter? Also hat sich da Saturn auch so verhalten oder wurde er da anders gedient? Nein, im goldenen Zeitalter hatten wir, das hatte ich ja versucht zu beschreiben, ein Bewusstseinsfeld, in dem einfach die göttliche Schöpfung abgelaufen ist. Wir waren dort Beobachter, Erlebende, ohne dass wir jetzt mit eigenen Wünschen dort eingegriffen haben. Die eigenen Wünsche entstehen erst dann, wenn wir mit der Schöpfung, so wie sie abläuft, nicht mehr einverstanden sind.
das nicht einverstanden sein kommt aus dem Saturn, aus dem Beurteilung des Saturns. Und der Neptun will uns letztendlich wieder ins Einverständnis führen. Das wäre die Erlösung oder die Heilung, die Neptun verspricht. Wieder zurück zum Selbst. Ja, schon die Frage, diese Kastration von Uranus, ja, die ist ja auch aus einer Not entstanden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also Uranus hat ja, wenn es stimmt, Gaia gezwungen, die Kinder in sich zu behalten. Ja, das war ja auch. Ja, Monster gezeugt. Er hat auch Monster gezeugt und die wurde immer dann in den Tafelos abgemessen. Also wie ist und die dieser Vorspann, aber der hat ja dann dazu geführt, dass die Sichel benutzt wurden. Wie würdest du diesen Vorspann einordnen oder erklären können? Gibt's da was? Ja, der gefällt mir nicht und deswegen habe ich ihn weggelassen. Ja. Also, es ist ja sowieso in den ganzen Mythologien gibt es Kerntatsachen. Und dann gibt es natürlich Verformungen durch die vielen Priesterschaften über Jahrtausende und die verschiedenen Interessen, die sie verfolgt haben, kann man sehr schön auch in der ägyptischen Entwicklung betrachten. Es ist vieles umgebaut worden, je nach Interessenlage. Aber ich denke, das ist eigentlich schon nachvollziehbar, weil ja sozusagen die Rebellion der Materie gegen das Geistige. Das ist also im Grunde der alte Dualismus Geist und Materie hinter. Also im Humanismus. Aber davor war ja auch noch, oder passt vielleicht rein, dass Uranus meines Wissens gesagt haben soll, Gaia, behalte mal diese Kinder in dir. Und dann wird es ein bisschen eng so ungefähr. Ne? Also, ja, ja, klar, das ist die Begrenzung, ne? Und dann kommt diese Rebellion. Aber die Begrenzung kam von Uranus. Ja. Und das ist jetzt so, was ich gerade. Ja, was mir nicht gefällt, und was natürlich dem Mainstream zur Zeit entgegensteht, mit der Gender-Geschichte. Mit der was Geschichte? Gender. Peter, du wolltest was sagen? Nee. Fragen? Ich habe jetzt eine völlig profane Anmerkung noch, Entschuldigung, ja, vorher, aber wollte ich jetzt trotzdem, wo man es auch wieder umbiegen kann, als großer Freund Israels, diese Mauer, die du gezeigt hast, die hat auch Durchgänge. Also die ist nicht. Und es fehlt auch übrigens ein Jota. Es fehlt auch ein Jota bei Beit Israel. Das mit der Mauer kann man auch durchaus auch dann spirituell ein bisschen, also es ist schon durchlässiger als das natürlich. Aber es gibt andererseits natürlich in der Gnosis diese Geschichte des erlösenden Christus, der Erkenntnis anregen soll. Der ist gekommen in die Welt, um Erkenntnis anzutun. Das sind ja gnostische Richtungen in der Zeit, nachchristlichen Zeit, die es sehr viel gibt, wo der jüdische Schöpfergott sozusagen eigentlich der Böse dem Job ist, der sozusagen der Saturn ist, der so diese Erkenntnis verhindert. Und deswegen muss Christus an dem vorbeikommen und den Menschen sozusagen die Erkenntnis bringen. Da gibt es einen Konflikt zum Juden. Die jüdische Religion ist ja eine sehr strenge Religion. Wir haben die ja auch im Westen. Alttestamentarische Religion, wo ein Gesetz nach dem anderen steht, also Saturnal bis zum Anschlag. Ja. Und das ist natürlich eine ungeheure Begrenzung der Erkenntnis, die in dieser Religion steckt, das mit drin. Und sie haben natürlich eine andere Gottesvorstellung, nämlich eine strafende Gottesvorstellung. Also wenn zum Beispiel jemand den Sabbat nicht einhält, muss er gesteinigt werden. Ich will jetzt gerade die Jugendtum nicht interessieren. Ja, hat auch nichts mit den Jüdischen. Es ist ja auch Basis unserer christlichen Religion. Es ist die Frage, ob wir die behalten sollten. Weil wir haben statt einem Alten Testament ein Neues Testament. Und wenn das Neue Testament endlich mal Verwendung fände, die Autoritäten bauen sich natürlich immer wieder auf dem Alten auf. Wobei das neu auch von den Juden gestiftet wurde, wenn es denn so ist. Ja, das sollte auch jetzt nichts Antisemitisches sein. Also auch da gibt es verschiedene Gottesbestimmungen. Ja.
Womit ich in diesem ganz, also womit ich meine Schwierigkeit habe, ganz ehrlich, ja, ist, also es gibt verschiedene Ebenen. Du hast ja diesen Mithras-Kult gebracht und du hast es ja gedeutet, als dass der Mithras selbst der Uranus ist. Das sei jetzt mal dahingestellt. Das Problem ist da an der Stelle, Wassermann wird beherrscht von Saturn. Zumindest in dieser Zeit, ja. Und nicht von Uranus. Also Uranus gab es ja nicht. Also eigentlich als Herrscher von Wassermann gab es ja nicht. Der Haupthaus von Saturn nach der alten astrologischen Lehre ist Wassermann und nicht Steinbock. Steinbock ist das Zweithaus und nicht das erste. Wassermann und Uranus. Wassermann ist der Herrscher von Wassermann. Wassermann und Saturn. Uranus ist der Herrscher von Wassermann. Aber womit ich vor allem meine Schwierigkeit habe, ist, dass da ein Planet, ein weiterer Planet unseres Sonnensystems, von dir sozusagen herausgehoben wird aus dieser Planetenordnung, habe ich den Eindruck. Wo wir doch die ganze Symbolik, auch die religiöse Symbolik, uns dahin führt, dass der Christus, wenn überhaupt, ja, mit der Sonne in Verbindung zu bringen ist und nicht mit Uranus oder mit einem der Planeten unter vielen, sage ich jetzt mal ein bisschen. Also da wird mir der Uranus herausgehoben von dir als ein besonderes Prinzip, das den anderen planetarischen Prinzipien enthoben ist, wo es doch ein Planet ist und wo doch, wenn wir schon von Systemebene sprechen, die Sonne diejenige wäre, die ein übergeordnetes System anspricht, nämlich die Sonne ist ein Fixstern und damit einer übergeordneten systemischen Ebene zugehörig, nämlich der Ebene der Galaxis, wo die Fixsterne sind. Also damit habe ich echt meine Schwierigkeiten, da dir zu folgen. Ja. Da ist ein Bruch drin, den ich nicht so richtig tippen kann. Und vielleicht kannst du was dazu sagen. Ja, nur, man war also in der astrologischen Praxis, merkt man, mit der Sonne haben die Leute weniger Probleme. Natürlich mit der politischen haben sie Probleme, aber sie kommen nie auf die Ideen, dass sie dort, sagen wir mal, Bewusstseinsarbeit leisten müssten. Und dort, wo Bewusstseinsarbeit geleistet werden müsste, das, oder auch wird, das wäre Uranus und Neptun, die praktisch im Bewusstsein des Menschen wieder was erlösen. Dann sehen wir auch von der Uranus, die Symbolik des Uranus ist ja genauso wie die Sonne, nur mit dem Pfeil oben. Ja, das ist eines der Symbole. Ja, die anderen Symbole, die können wir nicht sagen. Okay, ich würde das mal ein bisschen. Ja, Moment, jetzt hier ist hier die Hotel und dann da und dann da. Ja? Das, ein bisschen kann ich das nachvollziehen, ja, dass es wirklich schwierig ist mit dem einen Planeten. Auf der anderen Seite merke ich, das sind wieder so zwei verschiedene Denksysteme und das mit dem, wo Uranus so eine große Rolle spielt, meine ich, hängt zusammen mit diesem Sinnlichen und Übersinnlichen oder eben das, was wir mit dem normalen Sinn nicht mehr wahrnehmen können, ja, das fängt ja an mit Uranus. Und wir betrachten ja Uranus auch als einen geistigen Planeten, genauso wie Neptun und Pluto. Da braucht es sozusagen sowieso ein transzendentes Konzept, wenn wir die als geistige Planeten betrachten wollen. Und wo was passiert, was über die Persönlichkeit oder über das Ego oder so, über dieses Ich-Bewusstsein hinausführt, wieder in diese Ganzheit. Das würdest du jetzt bezeichnen als diese Fixsternsphäre. Das sind einfach zwei verschiedene Denkmodelle, würde ich mal sagen. Okay. Okay. Organisatorisch, ja, um 19 Uhr wird Herr Müller das Essen auffahren. Ja, das ist für ganz hart. Das ist also eine metaturische Einheit. Da gibt aber noch einen Müller. Können wir ziehen, weiter diskutieren, aber das Essen könnte schon serviert sein. Okay. Es gibt einen großen Tisch gleich am Eingang, der für uns reserviert ist, wenn wir beide zusammensitzen wollen und von sich aber sonst nicht vorhanden sind. Okay. Ich will noch zwei Worte an Martin machen. Das war im Grunde genommen das auch, was jetzt gesagt worden ist, dass die Grenze ist, die heute. Schade. Ist jetzt
Ich wollte das selber eigentlich nochmal bestätigen. Also die Grenze, Saturn ist die Grenze. Also Saturn ist die Grenze sozusagen des Bereichs des Systems, des gesamten sozusagen verständlichen Systems, des Menschen, menschlichen Systems und so weiter. Was jenseits nicht mehr sehen, das Jenseits tatsächlich. Und das wurde damals ja auch in Sphären ausgedrückt. Ja, die Fixsternsphäre war sozusagen eigentlich schon die Sphäre, in der Gott selbst wohnt, das Denken, ja, das reine Geistige wohnt. Ja, innerhalb Saturns, der Grenze Saturns sozusagen das Normale, ja, das Natürliche. Also von daher finde ich das also, ne, und von außen kommt dieser Impuls hinein. Ja, der erlösende Impuls. Also das fand ich schon sehr überzeugend. Ja, man kann es vielleicht auch in der Somatik nachvollziehen. Wir haben ja die Sonne assoziiert mit dem Herz. Die Sonne hat aber auch ein Steuerorgan. Das ist ein Nervengeflecht in der Herzspitze. Und den könnte man assoziieren mit Uranus. Also mit zum Beispiel mit dem Uranus. Herzrhythmusstörung hat man dann, wenn so ein Uranus, wenn also das unabhängige Leben blockiert wird. Ne? Wenn wir uns hätten ändern sollen in der Lebensführung, dann kommt es zur Herzrhythmusstörung. Also da haben wir das Zusammenspiel, für meine Begriffe von Uranus mit Sonne. Gut, doch hier noch das Fenster ganz kurz. Das hat sich schon erledigt. Okay, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und Beteiligung. Das war jetzt ja bei den Fenstern. Morgen um 9 Uhr geht es hier weiter. Morgen 9 Uhr.